Die bevorstehende Krankenhausreform stellt eine große Herausforderung für die Krankenhäuser in Deutschland dar. Zunächst mal muss es darum gehen, die Krankenhäuser wirtschaftlich zu stabilisieren, denn wir schreiben erhebliche Verluste und es werden jeden Monat 500 Millionen Euro mehr, die als negatives Ergebnis in den Büchern stehen. Im Weiteren soll dann die Krankenhausreform die Strukturen neu ordnen. Man will den Kliniken nicht mehr Fachabteilungen, sondern sogenannte Leistungsgruppen zuordnen. Da geht es um größere Behandlungskomplexe. Damit soll die Qualität ein Stück weit verbessert werden. Es soll das Erfahrungswissen gerade bei sehr komplexen Erkrankungen in Zentren zentralisiert werden. Aber wir müssen eben auch die wohnortnahe Versorgung sichern und darum geht es uns auch als Deutsche Krankenhausgesellschaft. Zuletzt soll die Finanzierung umgestellt werden. Man will weg von der reinen leistungsbezogenen Finanzierung über Fallpauschalen hin zu einer Kombination aus Vorhaltefinanzierung und Fallpauschalen. Wir begrüßen das, aber jetzt geht es darum, zusammen mit den Krankenhäusern diese Reform zu gestalten.